Pkw aufbocken und mit Böckchen sichern. Renault Twingo hinten. Wir brauchen einen Keil, einen Wagenheber und ein Böckchen. Dann an der gegenüberliegenden Seite sichern wir es gegen Abrollen. So. Wir wollen jetzt hinten hochbocken, das heißt, wir werden vorne sichern, damit er nicht abrollt im schlimmsten Fall. Jetzt gehen wir runter in den hinteren Bereich. Dort kommt der Renault-Wagenheber dran. Und jetzt suchen wir uns mal eine Stelle, die recht stabil ist hier. Und hier vorne ist es sehr stabil. Und dann werden wir das Böckchen hier vorne noch ansetzen. So, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber eigentlich merke ich auch, dass hier die Falzverstärkte sind dort. Okay, machen wir Folgendes. Hier ist der Ansatz für den Renault-Wagenheber. Wir gehen jetzt rechts davon dran. Und ihr seht hier, wurde das Fahrzeug schon öfters wohl angehoben. Deshalb ist das ganz schön verbogen. Ist jetzt nicht mehr Neuwagen. So, wir setzen ihn an, dass wir auf die Höhe kommen. Setzen was drunter. Okay, so. Nun, Wagenheber hochbocken. Und dann so hochbocken, dass wir mit dem Böckchen drunter kommen. Achtet darauf, dass das Böckchen mitlaufen kann, dass es schön gerade reinfährt. Ansonsten verbiegt ihr euch da alles. Das wollen wir ja nicht. So, gucken wir mal, ob das passt. Und ja, es passt. Wir fahren drunter. Unter die sehr massive Stelle hier hinten. Ich denke, dass die Radaufhängung ist. So, da sind wir. Und jetzt lassen wir den Wagenheber ein bisschen ab, bis wir hinten auf das Böckchen aufkommen. So, und ihr seht, das Böckchen hält jetzt fest und der Wagenheber hält fest. Und jetzt können wir das zum Beispiel am Rad arbeiten, unterm Fahrzeug arbeiten etc. Super. Dann mal Arbeiten sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen hochpoppen wieder. Ein bisschen hoch, bis wir das Böckchen wieder entfernen können. Hier sieht man es nochmal gut. Da stand es oder steht es immer noch. Und jetzt entnehmen wir das Böckchen. Nochmal die Stelle, wo wir waren. Da. Gut, jetzt können wir den Wagenheber wieder langsam runterlassen, indem wir das Ventil hier vorne lösen. Langsam, ich mache es jetzt mit links und da kommt unser Fahrzeug wieder auf die Erde zurück. Ausgezeichnet, extrahieren und dann natürlich noch die Sicherungskeile entfernen und ihr seid wieder auf der Straße. Und am Fahrzeug ist nichts kaputt. Wenn ihr mal was kaputt machen solltet unten, dass da ein bisschen Lack abschüttet, dann nehmt ihr etwas unter Bodenschutz und macht den da drauf, dann läuft alles wieder klasse. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Tzu.